Guten Morgen, meine Lieben. Da ist offen. Ah, klingt gut. Klingt auch gut. Oh, der klingt sehr gut. Jawohl, alles voll. So, Lichter gehen auch alle. Jawohl. So, vorne mal gucken. Plane ist auch nicht aufgeschnitten. Nein. Warum auch? Wäre ja Quatsch. Lichter vorne gehen auch alle. Sehr gut. Plane drüben. Ist auch in Ordnung. Sogar der Zollschnur ist noch drin. Ich muss dann bloß drüben noch die Reifen kontrollieren. Und dann haben wir's. Dann können wir losmachen. Also, wir standen ja hier in Kaltenkirchen heute Nacht. Standen sehr gut auf dem Parkplatz hier. Gut, in der Nacht sind ein bisschen die Züge durchgedonnert. Also nicht jetzt hier die Regionalzüge, die jetzt hier fahren. Die haben dann so ab 22 Uhr haben die ihren Verkehr eingestellt. Dann kam noch ganz selten nur noch einer. Aber hier sind in der Nacht die Güterzüge durchgedonnert. Alter, die hast du gehört. Naja gut, aber die ersten zwei habe ich gehört und dann habe ich geschlafen. Und dann früh um 5 Uhr habe ich wieder welche gehört. Also meine Freunde, dann machen wir erstmal los Richtung Bremen zum Laden. So Freunde, da vorne ist gleich die Autobahn. Die A7. Das war ja gestern ganz entspannt hierher fahren. Mit der Autobahn. So. Jetzt passt's. So, machen wir mal los. Auf geht's, Freunde. Hier hat es ja heute Nacht geregnet, wie doof. Jetzt ist das ganze Wasser auf dem Dach. Das kommt jetzt gleich alles runtergeplascht. Ja, also ich muss sagen, gut, die paar Güterzüge habe ich abgekonnt, habe ich weggesteckt. So, jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Erstmal hier rum. Erstmal hier rum, ach, da vorne muss ich links. Da vorne muss ich links. Hier geht's auch nach Flensburg und nach Kiel. Hier muss ich links. Ach, hier ist es doch schon, der Autobahn. Guckt, wenn ich jetzt hier geradeaus fahren würde, würde ich nach Flensburg und Kiel fahren. Da will ich aber nicht hin. Ich will nach Hamburg. Also über Hamburg nach Bremen fahren wir jetzt. Und wisst ihr, wo die Firma ist, wo wir hin müssen? Genau in der Umleitung, wo wir langfahren müssen, wenn wir in die Bordeauxstraße wollen. Genau da ist die genau in der Umleitung ist die Firma, wo wir hin müssen. Und dann laden wir dort und dann fahren wir nach Bamberg. Morgen früh abladen. Beim Schenker. So, guckt, sind wir doch schon auf der Autobahn. Das
ging ja fix. Nee, das war auch gestern schön. Einfach runter und dann gleich von der Autobahn dahin. Ach, schaut an, hier bauen sie ein Amazon-Lager. Oder haben sie ein Amazon-Lager? Nee, da haben sie eins. Das bauen sie nicht, das ist fertig. Sah aus, wie wenn da noch ein Gerüst stand, aber das ist ein Vordach. Wo Amazon jetzt überall baut, mein lieber Mann. Die machen sich ganz schön breit in Deutschland. Naja, ist ja auch kein Wunder, wenn alle bestellen. Ne? Naja, wahrscheinlich war es doch gar nicht so verkehrt, ein bisschen eher loszufahren. Hier ist es nämlich ganz schön dick jetzt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss hier. Ja, erstmal hier geradeaus. Erstmal hier geradeaus. So, und jetzt. Hier geht's immer noch geradeaus. Und hier steht alles. Seht ihr? Habe ich doch geahnt. Hier geht's zum Hamburger Volkspark. Schau an. Also die Entscheidung, eher zu fahren, war gar nicht so schlecht. Aber das ist doch noch nicht der Elbtunnel. Nee. Ach doch, hier kommt er gleich. Das ist schon. Das sind die Vorläufer vom Elbtunnel hier. Vorläufer vom Elbtunnel, na toll. In 300 Metern kommt er. Ich weiß gar nicht, ob die Elbbrücken für den Schwerverkehr freigegeben sind. Sonst wäre ich ja mal drüber gefahren, aber ich bin mir nicht sicher, dass man da mit über 7,5 Tonnen drüber darf. Es kann sein, dass die auch gesperrt sind, dass die hier alles durch den Tunnel schicken. So, seht ihr jetzt immer im Fenster? Seht ihr, dass ihr nichts seht? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lang der ist.
Na toll. Na, irgendeiner von euch weiß es doch bestimmt, wie lang der Elbtunnel ist. Stillstand im Tunnel, das habe ich mir schon immer gewünscht. Naja, mich stürzt nicht, ich habe keine Klaustrophobie. Solange jetzt hier kein Rettungswagen zwischendurch kommt, ist mir das alles wurscht. Weil wenn nämlich ein Rettungswagen hier zwischendurch kommt, ist die Kacke am Dampfen. Lieber ein bisschen Luft lassen zum Vordermann, dass ich noch zur Not rechts rüber kann. Noch ein bisschen. Wenn doch was kommt, was durch will. Man kann ja nie wissen. Seht ihr, schon sind wir durch den Tunnel. Ach, das ist die Elbbrücke da drüben wahrscheinlich. Ja, die hätten wir mal fahren sollen. Da kann man doch mit dem LKW fahren, seht ihr? Das machen wir das nächste Mal, wenn wir mal wieder hier oben sind. Das wäre doch mal was gewesen, wenn wir da mal gefahren wären. Oder nee, das ist nicht die Brücke, die ich bräuchte. Keine Ahnung, was das für eine Brücke ist. Naja, es lief doch auch durch den Tunnel super gut. Gab es doch auch keine Probleme. Nee, das ist nicht die Brücke. Das ist zwar eine Elbbrücke, aber nicht die, die ich hätte nehmen müssen. Die geht woanders lang hier. Die geht ja nach da drüben. Ist aber geil aus, die Brücke, ne? Riesenteil. Der Hamburger Hafen ist ein ganz schönes Ding, mein lieber Mann. Ganz schönes Ding. Ich glaube, da kann man sich auch schön verfahren drin. Im Hafen. Aber eigentlich Überholverbot da vorne mit deinen Anhänger, ne? Man muss doch mal so sagen. Schwupps, hups hat's gemacht. Guck mal, da drüben ist auch Stau. Hier dürfen keine Motorräder fahren auf der Spur. Schau an. Aber straff auf der Mittelspur mit seinen Anhängerchen, ne? Den interessiert das überhaupt nicht, das Überholverbotsschild für ihn. Naja, geht mich nichts an, muss jeder selber wissen. Ha!
Die Sonne kommt raus. Sie begrüßt mich in Bremen. Wir sind nämlich gleich da. Da habe ich euch erzählt, dass ich einen Denkfehler hatte, ne? Ich hatte nämlich irgendwie gedacht, das ist in der Umleitung. Aber ich wusste, dass ich in Bremen irgendwo schon mal Leo gesehen hatte. Aber es ist nicht in der Umleitung. Es ist hinten in dem neuen Gewerbegebiet. Bei Jakobs Bounce, da stehen zwei Autokräne. So, fahren wir gleich ganz rüber. Ja, da fahren wir dann die Europaallee gerade hinter. Nicht dort abbiegen, wo es zum Mercedes, zur Mercedes-Anmeldung geht. Sondern geradeaus weiter unter der Brücke durch. Und dann die nächste rechts und dann müssen wir so den ganzen Bogen fahren und da ist es dann. So, ich habe nämlich gedacht, das ist hier hinten in der Ecke. Weil ich mir das eingebildet hatte, das schon gesehen zu haben und gedacht habe, hab mir es auf der Karte angeguckt und hab gedacht, das ist doch da hinten die Ecke. Nee, ist es nicht. Das ist hinten die Ecke. Nach der Schnellecke. Nach der Schnellecke ist es die Ecke. Das Gequatsch wieder heute. Meine Güte. Das hier ist Stahlhandel oder irgend sowas. Außerdem heißt die nicht Bergener Straße hier, sondern Johann von Bodeck Straße. Ach Mäusel, warst du wieder voll auf dem falschen Dampfer. Aber das ist auch kein Problem. Weil da lässt sich's auch schön hinfahren. Hier haben sie schon wieder ein Verkehrsschild und eine Laterne umgefahren. Meine Güte, die arme Laterne. Ja, aber das geht schnell, dass man sich verschätzt. Na, nimmt langsam Formen an, da vorne der Bau. Der Anbau, der Bau, der Fertigbau. Wird langsam. So, wir müssen jetzt hier unter der Brücke durch und dann rechts und dann so den Schlenkrig fahren. Ja, da hatte ich einen Denkfehler. Schau an. Passiert auch bei mir mal. So. Hier rechts.
So, und dann ist nämlich hier hinten rechts der Schnellecke. Und nach dem Schnellecke links, rechts, also so um die Kurve halb rum, und da rechts ist dann auch Valeo. Kann auch sein, dass die mich dann zurückschicken zum Schnellecke, dass wir das beim Schnellecke laden müssen. Weil die Schnellecke laden ja auch viel für diese Firmen. So, hier war irgendwo Valeo, genau. Hier rechts ist Valeo. Na, dann fahren wir mal. Ach, das sind die roten Gestelle, wette ich mit dir. Dann fahren wir mal zu Valeo. Melden wir uns mal an. Lassen wir den erstmal raus. Und dann fahren wir rein. Also meine Freunde, ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin. So meine Freunde. Jetzt bin ich hier beladen. In Bremen. Fahren wir nach Bamberg. So, mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Günstigstenfalls bis runter. Wenn nicht, bleiben wir unterwegs irgendwo stehen. Erstmal sehen, wie es mit dem Stau aussieht. Wir haben jetzt 2 Stunden 9 weg und 6 Stunden 45 brauchen wir. Das heißt also 8 Stunden, knapp 9 Stunden müssten wir hinkommen, wenn es läuft. Habe ich hier einen dicken, fetten Balken, in gelben, auf meinem Navi. Ich denke mal, die Baustelle, die hinter Seesen kommt. Da wird es wohl ein bisschen klemmen. Plus 10 Minuten steht hier drauf. Ich hatte ja vorhin ein bisschen Stau, da habe ich ungefähr 5 Minuten eingebüßt. Also nicht der Rede wert, also. Aber es hat halt ein bisschen geklemmt. Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt hier mich erwartet, wenn die Baustelle Seesen kommt. Mal gucken, dass wir hier noch 2-3 LKWs wegkriegen von den langsameren Kollegen. Ich befürchte nein. 29 Kilometer Baustelle. Ne, da können wir gleich wieder dahinter bleiben. Kommt wahrscheinlich ja gleich das Überholverbot. Brauchen wir uns gar nicht erst anstrengend zu überholen. Bei dem Wetterchen weiß man halt auch nicht so richtig, was man davon halten soll. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Schon irgendwie komisches Wetter.
Guckt, jetzt macht's beides. Jetzt scheint die Sonne uns regnet. Ist ja auch nicht ganz schlecht. Ja, ich könnte jetzt auch hier die 243 fahren und dann Erfurt runter. Aber ich denke, es wäre ein Umweg und naja, die 10 Minuten, wenn es wirklich 10 Minuten sind, drauf gepupst. Also so um 9 Uhr rum, kurz nach 9 Uhr sind wir in Bamberg. Wenn wir es bis um 9 Uhr schaffen, können wir schön 11 Stunden Pause machen. Und wenn wir es nicht bis um 9 Uhr schaffen, dann haben wir halt bloß 9 Stunden Pause. Also wir werden dann wahrscheinlich trotzdem über 10 Stunden kommen, aber es zählen ja dann halt bloß 9 Uhr. Ne? Weil erstens die 13 Stunden Schichtzeit überschritten sind. Und zweitens, ich dann nicht ganz auf 11 Stunden komme. Also ich könnte es dann schon so machen, dass ich auf 11 Stunden käme, weil ich habe ja keinen festen Abladetermin. Ich habe ja eine Zeitspanne von 8 bis irgendwas. Das heißt also, wenn ich halb 9 Uhr da aufschlage, ist auch gut. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht ewig dauert, die paar Kistchen hier runterhauen. Das Auto ist ja nicht immer voll. Ist ja bloß reichlich halb voll, also ein bisschen was über der Mitte. Muss das sein? Menno. Sieht so aus, als ob es hier vorwärts geht auf der Autobahn. Lang genug hat es auch gedauert. Ich hätte auf dem Schild mal gucken können, wie lange die noch bauen wollen hier. Dann haben wir es doch gleich geschafft. Wir fahren aber gleich hinter in der Hafenstraße. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Schichtzeit. Da habe ich keine Zeit, erst noch hinten am Laubanger rumzukaspern beim Real. Da muss ich schauen, dass ich zügig irgendwo zum Stehen kommen. Jawohl, das machst du richtig, liebe Ampel. Du weißt, dass ich Stress habe. Ha, die war ja nett. Die war ja nett, nett, nett. Und wir gehen gleich ins Bett, Bett, Bett. So, morgen früh. Morgen früh müssen wir hier hinter. Hier hinten ist der Schenker. Ganz hinten links. Ach, schau an, Brüssel aus Zwickau. In Brüssel aus Zwickau.
So, da machen wir nämlich jetzt gar keine Experimente mit irgendwas, sondern fahren zügig in der Hafenstraße auf den Platz. Ne, die machen ganz schön los hier mit der Halle, das geht ganz schön vorwärts. So, da ist er doch schon. Da ist doch unser Platz schon. Mal gucken, ob irgendwo Platz ist. Mal gucken, wo Platz ist auf dem Platz. Da machen wir nämlich jetzt gar keine Zicken. Da hinten ist nirgends Platz. Aber hier vorne ist Platz. Da machen wir gar keine Zicken. Da fahren wir nämlich gleich hier rein. Gar nicht erst großartig rumrangieren, rausrangieren können wir dann morgen. So. So, meine Guten, haben wir es geschafft. Stehen wir in Bamberg. Morgen früh haben wir 5 Minuten davor. Das ist dann zum Kreisverkehr und dann einmal rundherum im Kreisverkehr und dann da praktisch gegenüber. So raus. Ja, dann hoffe ich, dass das zügig geht mit dem Abladen. Dann haben wir 1,5 Stunden nach Wunsiedel. Das heißt, wir fangen um 8 Uhr an, sind kurz nach 8 Uhr da vorne, könnten um 9 Uhr wieder raus sein, könnten 10:30 in Wunsiedel sein. Dann schauen wir mal, wie lange das dort mit dem Laden dauert. Und dann gucken wir, ob wir noch bis zu dem Fuchsdings da fahren. Ist unten bei München irgendwo. So der Plan. Also wisst ihr erstmal Bescheid, grob. Zwischendurch müssen wir nochmal tanken fahren hinter. Aber erst fahren wir abladen, dann fahren wir tanken und dann fahren wir nach Wunsiedel. So ist die Reihenfolge. Wir haben es jetzt genau mit 13 Stunden Schichtzeit hierher geschafft. 8 Stunden 42 Lenkzeit. Leute, wir sind super. Wir können uns auf die Schulter klopfen. Also dann, ich wünsche euch eine staunknitterfreie Fahrt. Gutes Nächtle. Schlaft gut. Und bis morgen. Tschüss.